Hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Kate und ich schreibe Fantasy-Romane mit einem Hauch Romantik. Und auch heute sprechen wir über mein neuestes Buch, Die Geheimnisse deiner Seele, was vor kurzem rausgekommen ist. Naja gut, es liegt schon ein bisschen zurück, aber trotzdem habe ich noch eine wichtige Sache, die ich euch ganz gerne erzählen möchte und die sicherlich auch für euch Schreibende da draußen interessant ist. Und zwar geht es um ein sehr worldbuilding-schweres Thema, um die Seelenführer und deren Aufbau, deren Organisation, wie das so alles funktioniert bei denen. Ich glaube, das ist was, was einige Leute interessieren könnte. Falls ich ein paar Themen, die euch persönlich dazu interessieren, nicht anspreche oder nicht ausführlich genug anspreche, sagt gerne Bescheid, dann drehe ich nochmal ein Video dazu. Ich spreche sehr gerne darüber, aber ich habe versucht, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, damit dieses Video nicht aus allen Nähten platzt. Und ich glaube, es findet auch nicht jeder interessant, wenn ich da irgendwie eine Stunde lang drüber referiere, wie ich mir das Leben nach dem Tod vorstelle und wie das alles so funktioniert. Aber falls ihr da nochmal irgendwie bestimmte Themen oder so sehen wollt in einem anderen Video, dann sagt Bescheid. Dann schaue ich mal, was sich da machen lässt. Für all diejenigen, die keinen Plan haben, von welchen Büchern ich da gerade spreche, ich spreche über Die Geheimnisse deiner Seele, Band 2 in meiner Deine Seele Trilogie. Band 1, Die Dunkelheit deiner Seele, ist bereits vor ungefähr 2 Jahren erschienen. Die Seelenführer sind darin ein sehr wichtiger Bestandteil und gerade in Band 2, wo ein Seelenführer, Kilian, die Rolle des Erzählers übernimmt, sind sie natürlich nochmal wichtiger und wir lernen einiges dazu. Und über ein paar dieser Dinge möchte ich, wie gesagt, heute reden. Die allerwichtigste Frage vorne weg, vor allem für diejenigen, die Bücher noch nicht gelesen haben, was sind denn eigentlich Seelenführer? Kurzfassung: Seelenführer sind magische Wesen, die Seelen Verstorbener ins Jenseits begleiten, dafür sorgen, dass sie dort sicher ankommen und ein neues Leben danach beginnen. Bei uns auf der Erde werden sie auch oft Todesengel genannt oder Sensenmänner und all solche Sachen, aber Flügel haben meine Seelenführer nicht. Sie leben wie Menschen unter uns, haben aber, sehen auch so aus, haben aber gewisse magische Fähigkeiten. Zum Beispiel können sie in eine Schattengestalt wechseln, dann sind sie für uns normale Sterbliche unsichtbar, können durch Wände gehen. Geschosse, also Kugeln beispielsweise oder Pfeile, gehen dann durch sie hindurch, die werden dadurch nicht verletzt, was natürlich sehr hilfreich ist. Und diese Fähigkeiten haben sie halt hauptsächlich, um an die Seelen Verstorbener zu kommen, ohne irgendwie zwischendrin selbst getötet zu werden. Es gibt sesshaft Seelenführer, die an einem Ort leben, und das wären zum Beispiel die Winters aus meinen Büchern. Aber es gibt auch wandernde Seelenführer, wie zum Beispiel Manuel, die halt von Welt zu Welt, von Land zu Land, von Stadt zu Stadt reisen, um zu gucken, ob die dortig sesshaften Seelenführer Hilfe brauchen, wenn zum Beispiel eine Naturkatastrophe passiert ist, die viele Todesopfer gefordert hat, oder ein Krieg ausgebrochen ist. All solche Sachen, die eine einzelne Seelenführerfamilie oder die sesshaften Seelenführerfamilien dort nicht selbst komplett stemmen können, dass sie dann da durch die wandernden Seelenführer unterstützt werden. Ein bisschen habe ich es schon angeschnitten, aber nochmal kurz zu den Aufgaben der Seelenführer. Die wohl offensichtlichste ist, wie gesagt, die Seelen ins Jenseits zu begleiten. Das können die Seelen nicht alleine. Die würden sonst auf der Erde oder wo auch immer sie gestorben sind, sozusagen gefangen sein als körperloses Wesen, das von den meisten Sterblichen nicht gesehen werden kann. Und zu lange dort gefangen zu sein, würde bedeuten, dass die Seele allmählich Schaden nimmt. Das heißt, sie sollte eigentlich so schnell wie möglich nach dem Tod ins Jenseits gebracht werden. Das ist die Hauptaufgabe für die Seelenführer. Aber es gibt auch einige Gelehrte unter ihnen, dazu kommen wir gleich nochmal, die einzelnen Abstufungen und Ränge und so. Die Aufgabe der Gelehrten ist es, das Wissen aus allen Welten in den Bibliotheken der Seelenführer zusammenzutragen, zu ordnen und zu gucken, wie man das einsetzen kann, um der Allgemeinheit zu helfen, um den Seelen zu helfen, um dafür zu sorgen, dass es denen gut geht. Weil wie gesagt, sobald sie Schaden nehmen, kann es sein, dass sie irgendwann zerbrechen, so wie das vielleicht mit Lenoras Seele passiert, wenn sich da nicht bald was an ihrem Zustand ändert. Aber die wohl wichtigste Aufgabe, die bisher noch gar nicht so wirklich erwähnt wurde in den Büchern, ist eine Aufgabe, die nur wenige Seelenführer tatsächlich beherrschen. Und das ist die Fähigkeit, Seelensplitter zu bündeln und praktisch die Luft davon zu reinigen. Seelensplitter sind Teile von einer Seele, die zum Beispiel nach deren Tod oder bei einem besonders dramatischen Ereignis, zum Beispiel einem schweren Unfall oder einer Naturkatastrophe, abgespalten werden. Das sind hauptsächlich
die negativen Emotionen, Gefühle, Gedanken, Erinnerungen einer Seele, die abgespalten werden und dann wie schwarze Fetzen, so wie das Menora auch zum Beispiel wahrnimmt, durch die Luft fliegen. Wir normale Sterbliche können die eigentlich nicht sehen. Menora ist ein Sonderfall. Das klärt sich übrigens im Laufe dieser Trilogie, warum das so ist, warum sie Seelenführer, aber auch Seelensplitter sehen kann. Ich könnte das jetzt nicht. Wäre das real? Vielleicht ist es ja real. Keine Ahnung. Aber diese Seelensplitter sind sehr gefährlich, weil sie sich dann auf anderen Seelen ablagern können, zum Beispiel, und diese dann negativ beeinflussen. Das ist dann praktisch die neue Seele, auf die sie sich ablagern, dieses Gefühl verinnerlicht und dann so ein bisschen in die negative Richtung schlägt. Es kann auch geschehen, wenn es sehr, sehr viele Splitter gibt, wenn die Splitterbelastung hoch ist, sagt man bei den Seelenführern, dass sich sogenannte Schattenwesen daraus bilden, also so albtraumhafte Gestalten mit Klauen und roten Augen und oder einfach nur Schatten. Das kommt darauf an, wie ausgeprägt die Identität der Seelensplitter ist. Das ist jetzt schon sehr kompliziert. Ich glaube, dazu mache ich noch mal ein eigenes Video, wenn Band 3 erscheint oder ein anderes Projekt von mir, wo das auch nochmal drin aufgegriffen wird. Jedenfalls können dadurch solche Schattenwesen entstehen und deren einziges Ziel ist es, andere Seelen möglichst qualvoll zu zerstören, um die Dunkelheit, die in deren Seelen enthalten ist, in sich aufzunehmen und deren Licht praktisch auszulöschen, dass irgendwann alle Welten nur noch von Dunkelheit und von Negativität beherrscht wird, weil das eben Überbleibsel von diesen Seelensplittern sind. Falls das Sinn macht, keine Ahnung. Es wird noch in den Büchern erklärt, ein bisschen genauer, und wie gesagt, vielleicht mache ich dazu auch noch mal ein Video, falls euch das interessiert. Und Seelensplitter können aber auch sehr positiv eingesetzt werden, denn die Seelenführer, die die Gabe haben, sie zu bündeln, bündeln sie normalerweise in Kristallform, und das kann dann als Energiequelle genutzt werden, um zum Beispiel Elektrizität in der Zentrale zu ersetzen. Das heißt, da gibt es überhaupt gar keinen Strom oder sonst irgendwie was. Alles wird mit der Energie der Seelensplitter betrieben. Licht, sämtliche Aufzüge, sämtliche Geräte, alles wird damit. Das ist sozusagen wie eine Batterie, kann man sich das vorstellen. Und so kann man sie eben sinnvoll einsetzen, und sie sind eben nicht nur zerstörerisch. Kommen wir jetzt wieder zurück zu den Seelenführern. Über die Splitter habe ich jetzt wirklich genug geredet. Und wie die Seelenführer organisiert sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt sesshafte Seelenführer und es gibt wandernde Seelenführer. Aber es gibt noch andere Unterteilungen, und darüber sprechen wir jetzt. Weil es eben so wichtig ist, die Seelen so schnell wie möglich ins Jenseits zu bringen, gibt es unter den Seelenführern sehr strenge Strukturen, Regelungen. Es ist alles irgendwie gehandhabt, wer wo eingesetzt wird, auf wie viele Sterbliche Einwohner und so. Und das alles wird von den Zentralen aus geregelt, über die ich ja schon im letzten Video über die Handlungsorte gesprochen habe. Es gibt insgesamt 20 Zentralen über das Universum verteilt, von denen aus alles gesteuert wird, jeweils für die einzelne Domäne, für den einzelnen Teil des Universums. Geleitet werden diese Zentralen von den sogenannten Obersten, also die höchsten Seelenführer, die ältesten Seelenführer, die begabtesten Seelenführer, die schon wirklich viel mitgemacht haben. Eine davon treffen wir tatsächlich auch in Die Geheimnisse deiner Seele, kurz zumindest. Und Kilian erwähnt die auch immer mal wieder. Also sie sind schon sehr, sehr wichtig, und ohne deren Entscheidung geht eigentlich nichts in der Welt der Seelenführer. Alles, was sie sagen, ist Programm. Und darüber hinaus ist es ziemlich schwierig, irgendwie selbst sich zu organisieren. Und wie gesagt, gibt es noch eine andere Unterteilung der Seelenführer in Gelehrte, Verwalter und Wächter. Die Verwalter sind hauptsächlich in den Zentralen tätig, wo sie sich darum kümmern, dass eben alles sehr reibungslos abläuft. Die sind auch dafür verantwortlich, zu sagen, wer auf welchem Planeten in welcher Stadt sesshaft werden soll, wie viele Seelenführer da sein sollen tatsächlich, um zu eben möglichst schnell eine Seele ins Jenseits bringen zu können. Die sind auch dafür zuständig, dass immer genug Essen vorhanden ist, dass es genug Gebäude in der Hand der Seelenführer gibt auf den einzelnen Planeten, wo dann die unterschiedlichen Familien zum Beispiel unterkommen können, als zum Beispiel auch das Anwesen oder der Gutshof der Winters oder das Haus der Hellmanns ist eigentlich in Besitz der Verwalter der Zentralen, der Seelenführer. Und erkennen kann man die an einem goldenen Halstuch. Also alle Seelenführer der Zentralen tragen schwarze Uniformen, und man kann halt anhand der Farbe des Halstuchs erkennen, wo sie dazugehören. Und bei den Verwaltern ist das eben
Gold. Bei den Gelehrten ist das Halstuch blau. Gelehrten sind auch hauptsächlich in der Zentrale tätig, dort vor allem in den Archiven und in der Bibliothek, wo sie eben, wie gesagt, Wissen zusammentragen und ordnen und durchgucken. Sie erfinden ständig neue Gegenstände, um das Leben in den Zentralen, aber auch außerhalb auf den einzelnen Planeten, in den Außenposten sozusagen, einfacher zu machen, neue Technik, all solche Sachen, die wir übrigens auch zu sehen bekommen, Band 2. Da freue ich mich schon sehr drauf. Magitechnik, also Technik, die mit Magie versehen ist. Carr aus Band 2 ist zum Beispiel ein Gelehrter, ein Bibliothekar tatsächlich, der sich vor Kilians und Lenoras Eintreffen hauptsächlich mit irgendwelchen Algen beschäftigt hat und ob man die tatsächlich auch nutzen kann, um Rohstoffe zu gewinnen oder auch Essen herzustellen. Das war seine eigentliche Aufgabe. Und ich glaube, er ist ganz froh, dass er jetzt endlich mal was anderes machen darf, anderes recherchieren darf, was wesentlich spannender ist. Jakob Hellmann war auch vorher Gelehrter, bevor er sozusagen in den Felddienst zwangsversetzt wurde, nachdem den Obersten seine Studien nicht so gut gefallen haben. Das wird sicherlich auch im Band 3 nochmal thematisiert, was da der Grund dafür war, der tatsächliche. Es gibt aber auch einige Gelehrte, die draußen in den Welten unterwegs sind, um neues Wissen zu sammeln und an die Zentrale weiterzugeben. Und ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was Kilian vielleicht irgendwann mal machen würde oder auch Kar zum Beispiel. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die beiden dann mal zusammen so Roadtrip durch mehrere Welten machen oder so. Und damit wären wir auch schon bei der letzten Gruppe, bei der letzten Unterteilung. Ich habe jetzt schon oft von Felddienst gesprochen und das ist meistens der Fall bei den sogenannten Wächtern. Das sind tatsächlich die zahlreichsten Seelenführer und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Also das, was Kilian macht, was die Winters alle machen, was die Hellmanns machen und was Manuel zum Beispiel auch als wandernder Seelenführer macht. Das heißt, sie leben unentdeckt zwischen den Sterblichen. In manchen Welten sind die Sterblichen so weit fortgeschritten, dass sie die Existenz von Seelenführern anerkannt haben und auch das Wechselspiel zwischen Leben und Tod und mit den Wiedergeburten und alles verstehen und als deren Religion oder Glaubensverständnis angenommen haben. Das heißt, da müssen die sich jetzt nicht unbedingt so arg verstecken. Aber normal ist es so, dass die sich praktisch in die Gesellschaft der Menschen, der Sterblichen, der Wesen, die eben dort auf dem Planeten leben, einfügen und dort unentdeckt leben, normale Berufe ausführen oder studieren, wie zum Beispiel Kilian, und zwischendurch dann eben Seelenverstorbener ins Jenseits bringen. Meistens haben sie irgendwelche Jobs, die sich schon so ein bisschen damit beschäftigen. Gabriel ist ja Bestatter, Elvira ist Ärztin, also da haben sie schon ein bisschen arg viel Kontakt mit Tod, aber so, man spürt das als Seelenführer, wenn irgendwo in deiner Nähe jemand gerade gestorben ist und jetzt die Seele ins Jenseits muss, das spürt man als Seelenführer. Das ist aber wahrscheinlich auch wieder ein Video für sich, wie das alles funktioniert mit dem Übertritt und so. Aber das ist das, was gemeint ist, wenn ich von Felddienst spreche, die Wächter. Und zu welcher Gruppe man gehört, ist nicht in Stein gemeißelt. Normalerweise fängt man immer erst mit Felddienst an, einfach um die Ideale der Seelenführer zu begreifen, um selbst so ein bisschen diesen Kreislauf mitzuerleben und zu merken, wie wichtig es ist, dass eine Seele möglichst schnell ins Jenseits gebracht wird. Aber wenn sich später herauskristallisiert, Mensch, der Typ ist ja super schlau, der könnte eigentlich als Gelehrter arbeiten oder so, oder der hat irgendwie ein Händchen für Verwaltung, soll in der Verwaltung arbeiten, dann können die natürlich auch sich darauf bewerben und dort einen Platz annehmen. Und es kann natürlich auch rückwärts gehen, wie zum Beispiel für Jakob, dass man dann wieder zwangsversetzt wird in den Felddienst und von seiner Gelehrtenstelle wieder damit beauftragt wird, Seelen ins Jenseits zu bringen. Und eine wichtige Sache noch zur Organisation der Seelenführer. Ich spreche öfters mal von Familien, die Winters, die Hellmanns und so weiter und so fort. Darüber habe ich auch schon im Video über die Charaktere gesprochen. Die sesshaften Seelenführer sammeln sich sozusagen in Familien auf den einzelnen Welten. Das ist am normalsten, würde ich jetzt mal sagen, um nicht aufzufallen, so wie das auch die Cullens aus Twilight machen. Diese Familien werden unter den Seelenführern Femrahan oder Femrahane im Plural genannt, was ein Wort aus meiner erfundenen Sprache ist, die eine sehr wichtige Rolle spielt bei den Seelenführern, weil Astoreth, die Sprache, ist sozusagen die allgemeine Sprache der Seelenführer und des Universums, das die Sprache, die am meisten gesprochen wird, so wie Englisch bei uns auf der Erde, ist das praktisch fürs komplette Universum die Sprache, dass man sich einigermaßen leicht verständigen kann. Und mit der Zeit wachsen die Mitglieder von so einer Familie relativ zusammen. Da bestehen sehr enge Bindungen, enge Freundschaften. Meistens sind auch deren Seelenverwandte mit in dieser Familie. Also wenn jemand einen Seelenverwandten hat und der auch Seelenführer ist, leben die zusammen in dieser Familie. Und es wird immer darauf geachtet, dass Seelenverwandte zusammen
eben arbeiten können. Und für Kilian sind die Winters wie eigentlich seine Familie, seine Seelenfamilie sozusagen. Ja, er sieht Gabriel vor allem als so eine Vaterfigur an, auch wenn er jetzt nicht unbedingt recht viel älter ist als Kilian. Tatsächlich insgesamt in Jahrtausenden, die ihre Seelen schon existieren. Und solche Familien bestehen aus bis zu 6 Mitgliedern. Bei den Winters sind es 5 im Moment. Bei den Hellmans, die wir in Band 2 sehr häufig zu sehen bekommen, sind es 4, wobei Nummer 5 gerade unterwegs ist. Alba ist ja schwanger. Und sicherlich werden einige von euch sich auch fragen, wie man überhaupt Seelenführer wird. Wird man da so geboren oder wie läuft das ab? Es gibt keine Seele, die von Anfang an Seelenführer ist, sondern irgendwann nach einem Tod, damit beginnt's, landet man im Jenseits und trifft dort auf den Ewigen, den Wächter des Jenseits. Es gibt mehrere, aber meistens ist nur einer, der auftaucht und sagt, wir haben dich schon lange beobachtet, wir finden, du könntest das gut, willst du Seelenführer werden, was sagst du? Ist deine Entscheidung, wir können da nicht eingreifen, du kannst sagen ja oder nein, aber du musst dich jetzt entscheiden. Und so wird man dann praktisch Seelenführer. Es gibt keine richtigen Kriterien, wie das alles abläuft, sondern wie gesagt, die Ewigen beobachten manche Seelen, die sie für potenzielle Kandidaten halten, über mehrere Leben hinweg, was für die eigentlich nichts ist, solange wie sie schon existieren, weil es sind ja, wie gesagt, die Ewigen. Wenn sie dann das Gefühl haben, ja, die Seele, das passt, die könnten das gut machen, dann bieten sie das eben diese Seele an und auch nur einmal. Und wenn sie Nein sagen, dann haben sie diese Chance verpasst. Ich meine nicht, dass sie sich da jemals dran erinnern würden, weil nach einer Wiedergeburt vergessen wir eigentlich alle Leben vorher und starten wieder von Null sozusagen. Außer die Seelenführer, die können sich nämlich an alle ihre Leben erinnern, sofern sie das möchten. Manche Sachen sind halt so tragisch, dass man die lieber ausblendet und vergisst. Und sobald sich eben eine Seele entschieden hat, ja, ich möchte Seelenführer werden, wird sie von dem Seelenführer, der sie schon ins Jenseits gebracht hat, wieder ins Diesseits gebracht, landet dort eigentlich in der Regel immer in ihrem alten Körper, der Wunder geheilt wurde von was auch immer die Todesursache war. Bei Kilian war es zum Beispiel so, dass er auf dem Schlachtfeld gestorben ist, sehr stark verwundet war. Also einer seiner Gegner hatte Hörner und hat ihn halt aufgespießt. Davon hat er sich tatsächlich erholt, der Körper war wieder komplett geheilt, was den Ewigen zu verdanken ist. Von dort aus wird dann der Neuling, der Frischling, in die Zentrale gebracht, den Obersten vorgestellt, also den höchsten Seelenführern und ein bisschen so eine Willkommenszeremonie. Und dann sind ein paar Wochen Unterricht angesetzt, wo er eben mehr über die Geschichte der Seelen und Seelenführer erfährt, mehr über die Organisation der Seelenführer und über deren Aufgaben, aber wo er auch ein Kampftraining erhält, einfach um körperlich fit zu sein für was auch immer dann die erste Mission sein wird, und landet dann erstmal im Felddienst, kann sich aber später dann auf einen Posten, zum Beispiel bei den Gelehrten oder bei den Verwaltern, bewerben, wenn er das möchte. Falls ihr miterleben möchtet, wie sowas vonstatten geht, zumindest die Frage, möchtest du Seelenführer werden oder nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall Kilians kostenlose Kurzgeschichte lesen. Die gibt's, sobald ihr meinen Newsletter abonniert habt, kriegt ihr da Zugriff drauf und könnt das dann auf meiner Website lesen. Ist sicherlich auch eine gute Einstimmung, bevor ihr die Geheimnisse deiner Seele lest, weil vieles davon auch im Buch nochmal aufgegriffen wird über Kilians Vergangenheit, bevor er Seelenführer geworden ist und seine Entscheidung, wie das alles vonstatten gelaufen ist, was der Ewige ihm da so alles Schönes erzählt hat in seinem mysteriösen Gelabere, wo man nicht immer unbedingt einen Sinn drin erkennt. Link dazu ist unten in der Infobox, könnt ihr euch für den Newsletter anmelden und erhaltet einerseits immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Buch oder eine neue Geschichte von mir zu lesen gibt, oder es gibt eben auch hin und wieder kostenlose Geschichten, jetzt Kilians. Und ich denke auch, dass 2 weitere Kurzgeschichten für die Dennis Jeder Trilogie hinzukommen werden, wie ich schon im Veröffentlichungsvideo erzählt habe. Einerseits aus Maras Sicht und aus Lenoras Vergangenheit. Da kommt auf jeden Fall nochmal was, aber das dauert noch. Ich habe noch nicht damit angefangen. Natürlich kommt man auch an den Punkt, wo man sich vielleicht mal gegen seine Pflichten stellen möchte, gegen seine Ideale rebelliert. Das passiert ja jedem von uns, sozusagen die Teenagerphase unter den Seelenführern. Das soll schon vorgekommen sein, wie wir auch in die Geheimnisse deiner Seele erfahren, dass sich Seelenführer verweigern oder Seelen am Ende sogar schaden. Sollte das der Fall sein, gibt es natürlich eine Strafe für den jeweiligen Seelenführer, je nach Schwere seiner Vergehen. Kann es sein, dass er entweder das Recht, Seelenführer zu sein, entzogen bekommt und fortan als normale Seele immer wieder
wiedergeboren wird oder wenn dabei andere Seelen zu Schaden gekommen sind oder sogar zerstört wurden, also nicht mehr existieren, dann kann es auch sein, dass seine Seele zerstört wird als Bestrafung dafür. Es gibt aber auch den anderen Fall, dass man körperlich oder psychisch einfach nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben auszuführen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sich die Verwalter falsch aufgestellt haben, zum Beispiel bei einer Naturkatastrophe oder bei einem größeren Krieg und nicht genug Seelenführer eingeplant haben und die, die dort vor Ort sind, praktisch nonstop Seelen ins Jenseits bringen. Das ist natürlich sehr anstrengend und nicht nur für den Körper, auch vor allem für die Psyche, wie wir auch von Kilian erfahren werden tatsächlich. Sollte es da dann dazu kommen, dass der Seelenführer sich verweigert oder einfach nicht mehr kann, dann bekommt er sozusagen Erholungsurlaub verdonnert in der Zentrale und kann sich erstmal so richtig ausholen, damit das alles verarbeiten, weil auch wenn man als Seelenführer weiß, dass es niemals das Ende ist, der Tod, ist es trotzdem schwierig, eben all das Leid um sich herum zu verarbeiten. Noch ein wichtiges Detail zu den Seelenführern, das vielleicht interessant ist für euch. Seelenführer sind nicht unsterblich, zumindest deren Körper nicht. Die Seelen potenziell unsterblich, sagen wir es mal so. Es gibt Möglichkeiten, um Seelen zu zerstören. Sie können krank werden, ganz normal, wie normale Menschen. Sie können verletzt werden und sie können sterben. Wie normale Menschen. Und dann kommt natürlich ein anderer Seelenführer und bringt sie ins Jenseits, wo sie dann wiedergeboren werden. Und das kann auf zwei unterschiedliche Weisen geschehen. Entweder sie landen im Körper von einem Neugeborenen, also von einem Baby, oder im Körper von einem Sterblichen, der zum Beispiel wiederbelebt wurde oder der kurzfristig von den Ewigen geheilt wurde, um eben die Seele des gerade verstorbenen Seelenführers aufzunehmen. Letzteres ist natürlich praktischer für den jeweiligen Seelenführer, weil er dann nicht darauf warten muss, bis er komplett erwachsen ist, um seine Aufgabe wieder auszuführen, sondern eigentlich sofort loslegen kann. Sollte er aber als Neugeborenes wiedergeboren werden, dann landet er meistens schon in einer Seelenführerfamilie, die eher Bescheid weiß, wie sowas abläuft, was es dem neugeborenen Seelenführer natürlich leichter macht, weil als Seelenführer erinnert man sich an all seine Leben, immer, wenn man das möchte. Und auch während der ersten paar Jahre werden sich diese Seelenführer bewusst, wer sie eigentlich sind, dass sie schon mehrere Leben hatten und was ihre Aufgabe ist. Und das ist natürlich immer leichter, damit umzugehen, wenn man von anderen seiner eigenen Art umgeben ist, als wenn man bei Sterblichen aufwächst, die vielleicht denken, man ist total verrückt oder so. Oder ein Messias oder was auch immer, weil man plötzlich vom Jenseits spricht und von den Seelen und es alles irgendwie Sinn macht oder auch nicht. Oder sie werden halt bei Sterblichen wiedergeboren, die in der Zentrale leben, die auch wissen, was Seelenführer sind, was deren Aufgaben sind und eben, dass es dazu kommen kann, dass eines ihrer Kinder schon mal Seelenführer war und eben weiter als Seelenführer lebt. Sie wachsen ganz normal auf, haben eine ganz normale Kindheit, ganz normale Jugend. Meistens fangen sie in der Jugend schon an mit Training. Ich meine, sie erinnern sich ja schon an ihre Aufgabe. Sie wissen, was sie zu tun haben, wie das alles funktioniert. Und ab Erwachsenenalter, so ab 16 bis 18, nehmen sie dann die ersten Missionen tatsächlich wieder an, wenn sie im Felddienst tätig waren. Wenn nicht, dann fangen sie so ungefähr zu der Zeit auch wieder an zu arbeiten, als Gelehrter, als Verwalter oder was auch immer für eine Position sie inne hatten vorher. Aber die meisten Seelenführer hoffen tatsächlich, in einem schon etwas älteren Körper wiedergeboren zu werden. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann, weil dieser Körper schon eine gewisse Vorgeschichte hat. Familienmitglieder, die vielleicht nicht unbedingt verstehen, wieso der dann auf einmal komplett anders sich verhält als Person und so. Aber das ist natürlich dann leichter, gleich mit der nächsten, mit der Aufgabe weiterzumachen, die man bekommen hat, mit der Pflicht, Seelen ins Jenseits zu begleiten. Gerade wenn das in einem Krisengebiet passiert ist, ist sowas natürlich hilfreicher, weil dort alle Seelenführer gebraucht werden, die es irgendwie gerade zur Verfügung gibt in der Gegend. Aber es gibt auch andere Seelenführer, vor allem die, die schon sehr lange Seelenführer sind, die es eigentlich schätzen, mal so eine 16 Jahre lange Auszeit zu nehmen als neugeborenes Kind, das dann erst sich entwickeln muss zu einem Seelenführer. Also es ist zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ich bevorzugen würde. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr frustrierend ist, wenn du 7 Jahre alt bist und dich an so viele Leben erinnerst, aber alle immer nur mit dir sprechen, als wärst du ein kleines Kind und wüsstest nicht, wie die Welt funktioniert oder so. Das, glaube ich, würde mich sehr stören in dem Fall. Aber ich bin ja keine Seelenführerin, also kann es mir eigentlich egal sein. Ein letztes Thema, das wir noch ansprechen möchten, das ich noch ansprechen möchte, bevor dieses Video vorbei ist, hat jetzt nicht unbedingt was mit der Organisation der Seelenführer zu tun, aber weil es trotzdem ein sehr wichtiges Thema ist und öfters in die Geheimnisse deiner Seele auftaucht, wollte ich trotzdem kurz über Seelennamen mit euch sprechen. Das basiert auf dem
Fantasy-Klischee, dass es den einen wahren Namen gibt für jede Person, der irgendwie Macht verleiht, wenn man ihn kennt. Das gibt es ja in diversen Fantasy-Geschichten irgendwie. Und in diesem Fall ist es nicht so, dass es Macht verleiht, aber es ist etwas sehr Persönliches, denn der Seelenname einer Seele ist einzigartig und der Name ist der erste Name, den sie in ihrem ersten Leben von ihren Eltern bekommen haben. Bei Kilian ist es Ciaran. Bei Gabriel ist es Dariel und bei Felix ist es zum Beispiel Gilligan. Lenoras Seelenname verrate ich euch noch nicht. Das ist aber auch, wie gesagt, ein Thema in Band 2. Und unter den Seelenführern ist es Brauch, wenn nicht anders irgendwie besprochen, sich mit den Seelennamen anzusprechen. Kilian mag das nicht so gerne. Er fühlt sich nicht so verbunden mit seinem Seelennamen und fühlt sich als Kilian Winter irgendwie näher an den Sterblichen. Und es gibt ihm mehr so eine Identität als jetzt als Ciaran. Auch wenn er halt nicht so viel so lange bisher als Seelenführer unter anderen Seelenführern gelebt hat. Ich glaube, dann wird es anders ausschauen, aber Kilian Winter ist einfach so seine Identität jetzt geworden. Deswegen berichtigt er auch alle Leute, die ihn irgendwie Sierra nennen wollen. Außer einem, aber das hat andere Gründe. Und oft wird auch noch ein Indikator für die Herkunft der Seelenführer hinzugefügt. Meistens die Domäne, aus denen er entstammt. Domänen sind, wie gesagt, die einzelnen Teile des Universums. Wir hier befinden uns in Rinyas Domäne, die Kilian bisher nicht verlassen hat. Deswegen wäre sein voller Seelenname Ciaran Savallon Rinyael, also Kilian Ciaran aus Rinyas Domäne. Valon bedeutet in dem Fall Domäne und Sa aus. Und das sind auch beides Worte aus meiner erfundenen Sprache, die unter den Seelenführern sozusagen die offizielle Amtssprache ist. Und über die Sprache selbst könnte ich auch noch so viel erzählen. Ich glaube, da haben vielleicht auch ein paar von euch Fragen dazu. Ich weiß nicht. Das ist eine Sprache, die ich schon sehr lange entwickle und die mich aus sehr, mich fasziniert, Sprache irgendwie. Und es macht sehr viel Spaß, eine eigene zu erschaffen. Ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, aber ich hatte sehr viel Spaß, mir die Worte auszudenken, die in die Geheimnisse deiner Seele vorkommen. Wir hatten Femrahan. Das ist die Familie oder Valon, die Domäne. Es gibt aber auch einige andere noch. Brezavanon ist die Splitterklinge, die auch auf dem Cover abgebildet ist. Ich hatte sehr viel Spaß damit, mir neue Worte auszudenken für dieses Buch, wie ihr seht. Ich denke, das waren jetzt soweit die wichtigsten Fakten rund um die Seelenführer. Falls ihr doch noch irgendwie Fragen dazu habt oder generell zu der Deine Seele-Trilogie oder dem Schreiben allgemein, sagt gerne Bescheid unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder.